Da war schon klar. Machen die denn da? Machen die da hier? Alle Decoys auf den Boden geschmissen und durch die Gegend gesprungen. So, Knife Round in vollem Gange. Thompson, Chris J, Kirby, alle angeknifed. Die First Knife von den Spaniern. Oh, wow. Difícil, wie der Spanier sagen würde. Ja, und jetzt sieht's gut aus für die Spanier. Chris J kriegt ja, einen und Thompson geht down. Also, Spanier mit der Seitenwahl werden, vermute ich mal, sogar auf der T-Seite starten. Was für Faculty da vielleicht dann auch zugute kommt. Ja, mittlerweile kristallisiert sich das zwei doch schon immer mehr als der Räume brauchst. Ja, aber du kannst als Zehntel schon gut rumholen, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Das war ja in 1-6 auch immer so. Zum Teil hat man dann irgendwie das, wurden die Seiten gewechselt und auf einmal hast du CT die meisten Runden geholt und weiß nicht was, aber sie starten wohl doch als CT. Also lassen sie entwickelt hier erstmal vorlegen. Und Legia schreibt mir auch gerade nochmal, ich. Ja. So, und Unantastbar fragt noch, wo ist Sonics, mein Schatz? Die sind heute fleißig am Trainieren. Deshalb wird auch Asmo und QK Mantis nicht bei TCM heute mitspielen, sondern Guardian und Syrson. Das nur als kleine Info nebenbei. So, so diese Zweier-Aufstellung lang finde ich interessant von den Wizards. Ja, aber genauso auch in der Mitte. Chris J wollte da auf Stein oben geboostet werden. Spottet da immer wieder Richtung Kurz. Ja. Also das habe ich auch bisher noch nicht gesehen, die Aufstellung, die sie da lang machen. Auf jeden Fall bauen sie jetzt ab. Die sind also lang aus. Ja, und jetzt wäre so ein Moment, wo man dann kurz halt mal offensiv angehen kann. Oder halt jemand es wird jetzt eingenommen. Übernimmt. Aber du siehst, B wird komplett defensiv gedeckt, stehen alle vor Spot. Und jetzt nehmen sie kurz ein. Gefällt mir sehr, sehr gut die Aufstellung hier von den Spaniern. So, Chris J wird jetzt rausgeschickt. Hinterher pushen. Christopher mit einer schönen Blech. Ja, und machen wir den Blitz. Kommst aufs Aiming aber an. Aber das Aiming ist trifft. Shit, ja. Noch ein Headshot. Trotzdem oh, super schnell hinter ihm. Ja, und jetzt 3-3 Retake gegen die Glocks. Ist natürlich schwierig, aber man kann es holen. Ja. Gutes Lenkrad. Jetzt beide vor Sports. Kirby ist noch in den Cutters. Noch einen. Und Pyrox Lars. Nochmal Tapsen. Clearet da alle drei, nachdem er die Bombe geplantet hat. Aber trotzdem, sehr, sehr schöner Aufbau von Wizards. Erst lang hier mit zwei Mann, dann schön kurz eingenommen. Sind super schnell hinter ihnen. Und auch dieser defensive Aufbau. Einer stand hier oben, ja, da so. Und einer hinter den Kisten. Und das lag gerade nur am Aiming. Der Rest super schnell hinterher gepusht. Also die Runde hätte da locker an die Spanier gehen können, wenn sie da ordentlich hitten würden. Ja. B wurde jetzt ausgeschlossen. Sehr, sehr schön gespielt. Was jetzt auch gut ist von Wizards, die haben in Cutters reingeguckt, ob da irgendwas ist und sind dann jetzt nicht über die Cutters direkt weitergeschoben, sondern sind dann sofort zurückgegangen und haben jetzt die Richtung A angeschlagen und jetzt Kirby, der noch zwei Duelle kriegt. Ja, einen sieht dann nicht mehr, geht aber trotzdem wieder. Ja, wird umlaufen. Jetzt Wiz hat einen guten Vorteil. Boah, ja, also das werden wir vielleicht heute sehen, diese Aim-Duelle, dass man da einfach umstellen kann von den Faculty. Ja, und für manche, die vielleicht wieder ein bisschen Lex oder Probleme haben, heute ist natürlich wieder Sonntag. Und Sonntag ist natürlich wieder Leute. LCS. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob vielleicht sogar WCS heute auch noch läuft. Weiß ich nicht. Wir sollten auf jeden Fall einen eigenen Streaming da aufmachen. So, jetzt Wizards wieder pushen, wieder den B-Cutters. Kirby wird die jetzt sehen. Kann zumindest den ersten hitten. Und Lang wird jetzt auch wieder durchgefahren. Ja. Da müsste jetzt Pyrox ansagen. Onspot kommt hier mal durch. Christopher, und den Kill dort. Und da brennt nicht viel an. Christopher konnte die Waffe picken, kann jetzt gucken, dass er noch irgendwie Fracks holt und sich Geld sammelt. Sind ja ein paar Dollars, die man da kriegt. Mit seinem Mate dann irgendwie vorkommen, aber der wird jetzt schon gepusht. Torpe mit 4.
Schön. Und guten Hit. Christopher fällt in der Base. Fengel überlebt mit 3 Mann. Haben aber auch nur SMGs verloren. Ja. Alles okay, bisschen Gelbpolster da. Und bleibt Legi, aber seiner nicht, ich wollte schon gerade sagen. Ne, hat sie auch weggedroppt. Ui. Ja, der war gut. Chris J, der auch gerne immer mal mit der AWP spielt. Mal schauen, wie sich das dann durchsetzen wird. Also Fakity wird jetzt noch keine große Trainingsphase in dieser Konstellation gehabt haben. Das muss ich natürlich auch erst alles noch ein bisschen einspielen, aber mit Chris J sicherlich eine Verbesserung gegenüber Disruptor, auch wenn er da immer wieder einen guten Job gemacht hat. Wiss, zweiter Frag in dieser Runde mit der AWP. Und spielt Legi eigentlich keine AWP. Hat er doch 9-6 auch gut gekonnt. Das wundert mich. Ist vielleicht auch nicht so das Geld da oder der Bedarf, wenn man bisher gut durchgekommen ist. Dann Wiss mit dem dritten Frag. Wiss macht hier die Runde komplett alleine, also. Ja. Ist auch immer wieder rotiert, konnte die Frags jedes Mal einzeln ziehen. Ja, 3 AWP-Kills. Das sollte natürlich im Idealfall nicht so sein, dass man 3 einzelne Frags gibt als Terroristen. Sondern Christopher pusht jetzt die B, cut das off, ist eigentlich völlig unnötig, gar nicht erforderlich. Naja. Will vielleicht noch ein bisschen ausschließen, jetzt Wiss vielleicht nochmal mit der Möglichkeit. Wäre halt gut, wenn SMN die Waffe behalten könnte, die AWP. Ja, Kirby genauso, 25 Sekunden noch. So, und jetzt SMN wird ihn nicht erwarten, den Vorspieler. Doch, hat ihn sogar erwartet, super. Kommt trotzdem nicht weg. Aber veraimt, ja. Pyrox, Christopher mit den Fracks, erste Runde für die Wizards und die geht komplett aufs Konto von Wiss. Ja, und noch ein kleiner Nachtrag, Crony schreibt es da gerade nochmal, TCM spielt heute gar nicht, am Deathwing gegen Serverforge bekommen. Ja, Serverforge aus der 4Players Pro Liga ausgetreten. Und jetzt schneller B-Go, Christopher steht. Boah. Den ersten, Agulia mit AE nochmal drauf. Ja, und da laufen sie quasi gegen eine Wand. Dann aber auch ein bisschen zu lange gewartet, bis sie da wirklich rauskommen. Um mal aus diesem engen Gang halt irgendwie ein bisschen sich zu befreien. Stupider B-Rush ist eigentlich auch sehr, sehr riskant, ja, sage ich jetzt mal. Das war jetzt mal All-In-Move. Ja. Aber gut, Wiss, also, Wiss hat eben Mitte geschaut, war dann an kurz. Also, ne? Dachte vielleicht, dass er eher A-orientiert spielt. Ja. Ich weiß, was du meinst. So, jetzt geht's nochmal Richtung B. SMN super schnell lang rein. Ja, kann er auch nur eine Sparrunde, sieht aber 2. So, haben sie wenigstens noch Granaten, Tapsen hat eine Flash. Oh, Kirby kann sofort einen Frack holen auf B. Jetzt ist es Aguila, ja, oder gar Aguila. Oh, und Kirby mit dem Move. Gefährlich, gefährlich. So, und Tapsen hat jetzt auch noch eine wichtige Position, wird aber sofort geholt. Ja. SMN kann wenigstens die Bombe legen, das ist auf jeden Fall super. Und Legi hat eine Waffe. Irgendwie haben die Wizards jetzt nicht gut. Der ist super low HP. Ja, und er macht jetzt den Move Richtung Cutters. Grundsätzlich muss jetzt irgendwas, es muss auf Frag gegangen werden. Sie können nicht darauf warten, dass die Spieler so einzeln holen können. Da jetzt gerade Cutters weggezogen ist, können sie ja eigentlich nur noch was machen. Das war nicht eine schlechte Entscheidung, ja. Keine Chance. Also da hätte ich... Ja, es war eine gute Idee dann von Legia, dass er mit der Flash halt Tor rausschiebt. Ja, also ich hätte auf keinen Fall Tor genommen, weil in der Regel ist es eigentlich immer so, dass maximal einer über die Cutters kommt, also maximal 2. Und da kannst du dann quasi den einen Go stoppen und dann hast du natürlich die Problematik, dass du in den Cutters gefangen bist, so. Ja. Aber trotzdem ist es immer noch die bessere Variante, als gegen, sag ich mal, vermeintlich 3 Spieler oder sowas da vorzugehen. Trotzdem 3-3. So, und jetzt pushen sie wieder rein. Die Cutters. Ja. Oh. Boah! Der Drecksack. Also das ist halt auf jeden Fall schon mal der Spielmacher bei denen. Ja, das ist heute der, wie hieß er nochmal? Ich hab's vergessen. Auf Nuke gegen Nip. Device. Ja. Der Device des heutigen Tages. So, und um das nochmal klarzustellen, weil auch in den Comments gerade diskutiert wird, wo Asmo und Tukiamante spielen. Also, die Hilfe bei TCM ist vorbei. Und wieder Wiss mit dem Frag.
Das ist krass. Das heißt, Aspo und Duke Diamantis werden ab sofort jetzt wieder nicht mehr für TCM spielen. Das war eben nur im Zuge der Vorbereitung für diesen Tech Labs Cup, für das Finale. Und da das nun vorbei ist, ist eben auch diese Aushilfe dort vorbei. Man trainiert mit dem neuen Team, mit Swag, mit Sonix, Aprox und Nuki, Bob B. Hä? Da hab ich schon wieder irgendwas nicht mitbekommen, ne? So, einzige Möglichkeit, diese mal harten Bahn mit raufzufahren. Aber den Track kriegt er nicht. Und das ist schon die vierte Runde in Folge für die Übersetzung. Ja, und du bist wieder vier Fracks. Also der ist überall mit seiner Arbe. Ja, vor allen Dingen, das ist wirklich, das muss man hervorheben. Er hat erst den First Track in den B-Cutters geholt und ist dann bis Alang rotiert und hat ihn da noch in den Bunker quasi geholt. Echt richtig krass. Also der hat auf jeden Fall Kilometergeld, dieses Game. So, und jetzt zieht er wieder Cutter unten. Richtig geil, was der spielt. So, zwar nicht den Frag gemacht, aber es ist schon mal wieder diese Ausstrahlung. Sehr gut geflecht. Nice. 5:3, fünfte Runde in Folge für die Spanier. Ja, ja. So langsam würde es mir gefallen, wenn Infecty dort eine Runde mal wiederholt. Ja, das Ding ist, die ABP ist derzeit in Anführungszeichen ein Totalausfall, konnte noch gar keinen Frag setzen, also jetzt im Rahmen von Chris J. Und irgendwie ist die Spieldynamik noch nicht richtig. Also man hat einen Aufbau, man weiß noch nicht ganz genau, wo es hingehen soll und reagiert nicht richtig auf den Gegner, sondern spielt dann so ein Schuss. Das hätte Disruptor besser gespielt. Ja, nee, das möchte ich nicht sagen. Ja, Nico ist ein schlauer Kerl, ne? Ja, jetzt erstmal, nee, ich meine jetzt Chris J. Ach so, okay, ja gut. So soll sich jetzt anhören. 0-1-7 Stats. Ja, aber. Nee, also das ist schon begründet. The Wiz war jetzt erstmal kurz offensiv, konnte dabei keinen Track setzen. Mal gucken, wo es ihn jetzt hin verschlägt. Und oh, jetzt kommt der Kurzzugriff. Richtig gutes Timing in dem Augenblick. Fahren da jetzt mit drei Mann durch und das kriegen sie nicht mit, dass sie auf dem Spot sind. Ja, aber trotzdem, lang stehen. Aber Wiz Nummer 1. Boah, krass, Mann. Der aimt echt gut. Also den muss er haben. So, die Smoke kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber gut. Digga, CD-Base Drop, richtig gefährlich gespielt. Tapsen hat eigentlich Plateau aufgesehen, sollte jetzt mal da wegbleiben. Das ist genau. Oh, ein schöner Move von Legia, wird aber jetzt glaube ich gespottet. Nee, ist er bekannt? Noch nicht. Nein, ist noch nicht bekannt. Und er geht in die Smoke. Nein. Ja, jetzt kommt der Mate von A. Ja, scheiße. Scheiße. Ja. So, da gibt's aber auch kein anderes Wort, was man sagen kann. Wirklich, das ist Scheiße. Einfach. Ach, ist das Kecke. Ja. Und Chris J immer noch mit keinem einzigen Track. Also. ich wollte es gerade sagen, Legia sollte die AWP spielen. Und was macht er? Er hat, glaube ich, jetzt die AWP. Ah, nee, hat sie gedroppt. Okay, ich dachte schon. Ja, Popper Shot schreibt hier: Chris J scheint sich auf Fragtechnik schon voll in seine Rolle eingefunden zu haben. Also, das muss man sich dann halt anhören, so, ne, aber. Ja. So. Christopher ist immer noch in den B-Cutters drin, ja, die haben auch die halt Cutters komplett ausgeschlossen, ne? Naja, aber komplett ausgeschlossen, die wissen, B ist erstmal nix. Deswegen kann jetzt Aguilia auch schieben und legt hier. Vermute, das ist aber schön. Schöner Break. Das ist auf jeden Fall klug gespielt gewesen. Aguilia hört da Steps. Ein B-Split wahrscheinlich, ja. Splash ist kommen. Das gefällt mir jetzt auf jeden Fall schon besser, dass sie da so reagiert haben. Jetzt sind sie B und erst am Ende darf jetzt nicht sterben. Ja, das sind die einfachsten für ihn. Ja, jetzt kommt Wiz wieder mit AWP. Chris J versucht jetzt wieder Bombe, bam. Wieder Wiz. Und jetzt was Kirby. Ist denn los? Ungünstige Position. Kirby holt das jetzt, achte. Okay, never mind. Jetzt kommt Flash, aber ist rein. Bums und wieder Wiz. Und wieder mit drei Fracks. Ja, gerade. Drei Frack. Du auch gerade das endtechnisch alles ein bisschen. Ja, aber hey, ja, wenn du das siehst, ne, aus. Diese Pistol Round, wo du denkst, Junge, die spielst du in jedem Gesser wahrscheinlich, hittest du da mehr. Ja. Und auch die zwei Anti-Ecos. Und dann sieben Runden in Folge für die Wizards. Und Wiz bei den Wizards.
macht ihr echt einen Top-Job. Also, ja, Top-Job. Da immer wieder Fracks. Ja, Wizards, also Wizards hat auf jeden Fall das Spiel bisher entschieden. Und da siehst du jetzt schon wieder, er rotiert wie der letzte. Also läuft, glaube ich, nur. Ist da wieder eine Nate? So, Aufbau von der Faculty nix zu. Nichtsdestotrotz muss man Faculty jetzt einfach mal 2 bis 4 Wochen Zeit geben in dieser Konstellation. Ja, absolut. Und dann darf man auch, wenn sich bis dahin nichts bessert, zurecht kritisieren. Ich sag mal, wenn man halt noch. Oh, Chris J hat den First Track gesetzt. Noch einen geholt, jetzt geht sehr schön. Er los. Oh je. Schön. Und die Runde ist nicht mehr zu verlieren. Also, wenn sie das verlieren, ja, wäre es hart. Raute quitt. Ja. Naja, aber jedenfalls müsste man ja eigentlich dann so erwarten, bei so einer neuen Teamkonstellation, dass zumindest das Aiming stimmt, dass man sich darauf fixiert. Aber das halt nicht stimmt, dann wird's schwierig. Und Kirby jetzt gut hinterher gepusht schon. Ja, aber jetzt ohne Flame, Faculty war eigentlich auch nie das Team, die jetzt durch Aim-Maschinen da bekannt sind. Sondern man eben bei Faculty oftmals gewonnen hat durch ja, dieses Teamgefühl. Mhm. Ja, ich meine nur Legia, Kirby ist natürlich beides voll die Aim-Tiere. Tapsen auch. Deswegen. Naja. Naja, kommt immer drauf an, in welchem Schnitt man das sieht, ne? Wenn du jetzt einfach nur sagst, Deutschland Nord, Nordwest, dann vielleicht. Deutschland Nord, Nordwest? International, ja. Ja. Kann jeder seine eigene Meinung zu. Ja, ist der Knochen der Udo. Ja, nö, gefällt mir gar nicht. Du spielst das Cello. So, Wiz jetzt lang offensiv. Wieder die Sau. Naja, guck mal, wie der lümmelt. Guck dir das mal an. Knapp. Ja, aber direkt gegen Flash. Die T's können nicht pushen. Ja. Er spielt das wirklich, wirklich gut. Gefällt mir echt. Ja, das ist aggressiv, ja. Ja, neuer Mann fürs Dream Team vielleicht. Zack, Bob. Oh, wieder. Und da holt er den nächsten, ne? Wieder eröffnet, nachgesmoked, wird wieder echt keiner rauspushen. Also ich würde gern wissen, vielleicht wie viele seiner Schüsse, mal. Also was für eine Ratio er hat. Ja, Accuracy. Accuracy, genau. Also jetzt, wo er auch wirklich auf den Gegner schießen wollte und nicht einfach nur die Smoke wie gerade. Und kippen, sie kippen halt auch jedes Mal einzeln, ne? Das ist jetzt schon ärgerlich. Sie spielen da nie einen Move, sondern machen irgendwo einzeln die Tries irgendwie. Nee, da steht da eine Torpe, war das? So, bis jetzt, warte. Jetzt wieder übernehmen. Boah! Ja. Den macht er nicht. Zack, nochmal bis. Ah, gut, der den ist noch geholt. Ich dachte, Quickie macht er auch noch. Ja, das Spiel den ist dann. So, der Plan kommt durch. Was machen die beiden? Kann er holen. Altem Stil holt er das. Ah, Flash geworfen. So, jetzt kommt kurz. Jetzt ist kurz. Altem Stil holt er das. Einfach 1 Klick und. Vielleicht muss er da kommen sehen. Ah! Oh. Ne, schade, Mann, ey. Ich dachte, der holt das noch, die Fläche muss er doch kommen sehen. So, einfach mal dezent ignoriert. War ja ein Vögelchen, das da 3 Minuten unterwegs ist. Ja, aber man muss auch sagen, ne, wenn man ansagt, ist man anders fokussiert. Ja, aber was muss er denn ansagen in einem One-on-Two, bitte? Jo, Jungs, ich guck jetzt kurz, dann guck ich nochmal lang und dann guck ich nochmal CDBs. Ich gebe dir einen virtuellen Mittelfingerknochen. Ach, oh, bist schon wieder gegen Christian. Jetzt geht er Mitte hoch! Das gibt's doch nicht! Ey Junge, was ein Dreck. Das gibt's doch nicht, was der da spielt! Das kann doch nicht wahr sein! Und wieder! 5 gegen 3 Überzahlspiel für die Wizards. Das ist richtig frech. Zack, wieder! Das... Mann! So, ich muss es schreiben. Ich flippe gleich aus! Kann nicht mal jemand jetzt nach Spanien fahren und dem sein dickes Rohr da oben biegen. Heide, nein, sehr gut, du bist. Ja, und
was willst du dagegen tun, ne? Wenn der natürlich jeden Shot trifft, ist es schon hart, ne? Und, ja, und vor allem, kannst, wo der steht, der fährt ja mit kompletten Skates auf der Map unterwegs. Ja. Du kannst und egal, wo der ist, setzt er seinen Frack. Oh, SMN auch schon Frack, oder? Hier, wieder. Was hat er wieder zwei oder drei Dinger gemacht? Ja, drei Stück, glaube ich. Also, okay, du kannst ihn halt echt nicht readen. Das ist so der Punkt. Der ist halt überall. Entweder ist er B-offensiv gepusht, ist lang direkt offensiv, ist in der Mitte offensiv, ist kurz offensiv. Also, so ein richtiger Frechdachs. Macht jetzt, glaube ich, wieder Asmo-Move. Und er zieht einfach direkt rum und, oh. Also, bin ich enttäuscht von ihm. Todeskampf. Ja, den hat er noch. Bämpchen fliegt. Okay, den macht er jetzt mal nicht. So, Pirogge und Torpe unterwegs. Und Pure, wieder gute Hits. Oh. 7 und 6 HP. Und er gibt ihm einen Fußhit. Er ist so krank. Dick, echt. Jetzt war ich mal auf der Lang-Action. Aber Riss hat noch nicht genug. Hat noch Bock auf Party. Kirby macht einen Strich durch die Rechnung und damit ist die Runde eigentlich safe für den Faculty. Nur 2 gegen 3. Pyrox noch low. Wo geht's hin? Kirby wurde gesehen. Hat die Bombe nicht auf dem Buckel, die hat Tapsen. Oh, und der läuft jetzt Tope in die Arme. Tope. Ja, und damit war die Runde schon wieder. Macht es und erwähnt wieder mit dem letzten. Oi. Also da kann man echt nur hoffen, dass sie jetzt eine Bank sind, ey. Dass sie aber gut. Wizards, muss man dazu sagen, sind als CT gestartet. Werden sich da wahrscheinlich was gedacht haben. Denken sich, wenn wir Wiz haben, dann kriegen wir die besten Runden. Ja, und das muss man gucken, dass ein Faculty irgendwie da den sofort den Start kriegt. Ja, was Pistol willst du holt. Machen da? Kannst nix machen. Kannst du sagen, danke, dass wir mitspielen durften. So, und jetzt kommen sie wieder zu lang und Wiz steht da auch schon wieder ready. Er freut sich, er klatscht schon mal in die Hände. Geschieht. Mach doch mal TÜ! So, jetzt müsste eigentlich die andere kommen. Hä, warum aimt er? Oh! Kurz. So, bis down, Runde safe für Faculty. Ja, easy. Christopher gegen 3. Abgeflasht, abgesmoked. 5 Runden sind schon wichtig. Also SMN mit dem Plant. Ja, keine Chance, schön. Tja, das war kein schöner Auftakt für das neue Lineup von Faculty. Jetzt kann man nur hoffen, dass sie Kampfgeist beweisen, als CT gut stehen. Richtig. So. Und eskaliert. 3 Minuten Pause. Wir machen ebenfalls ganz kurz Pause. Jetzt die Frage, ob Pause reingemacht wird oder nicht. Muss wahrscheinlich gerestartet werden und dann hat man die ganzen Statistiken nicht mehr. Da wird sich Wiz, ist dann direkt mal so mein Fakt. Ja, kannst du aber direkt aufschreiben. Wir machen ganz kurz einen Break, sind gleich zurück, Ladies and Gentlemen. My life is gaming. I've been playing games since I was a kid. I watch live streams on a regular basis and I always think to myself, I want to be that guy. I want to interact with my own fans in my own creative way. So I downloaded XSplit Broadcaster because most of my favorite streamers were using it. I thought it was going to be difficult to set up and it turns out it's really simple. I already have streaming accounts on a couple different sites, and XSplit works with all of them. I can even stream to multiple sites at the same time. When I set up my broadcast, XSplit gave me more options than anything else I've tried, like capturing my desktop, adding a webcam with chroma key, volume control, audio-video playback, even adding my game directly as a source to the software. I mean, this is awesome. Basically, anything I can see or hear on my PC can become a part of my full-screen HD stream. If you're like me and you want to start streaming, go to xsplit.com and download the software and start using it for free.
Willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, zum Start der zweiten Halbzeit. Chris J. ist momentan noch auf der Toilette. Von daher warten wir noch ein, zwei Sekündchen, bis es weitergeht. Also, Spielstand 10 zu 5 für die Spanier, 10 zählt die Runden. Ja, und da kann man ein dickes Dankeschön aus spanischer Sicht in Richtung Wiss geben. Was der hier heute gemacht hat, veranstaltet hat mit seiner Arbeit, das ist faszinierend. Überall gewesen. Ja, Kilometergeld. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel für eine detaillierte Statistik. First Rex, wo auf welcher Map, also auf welchem Punkt der Map und so und die Laufwege und so ein Gedöns. Ja, siehst du alles auch so. In ja, aber die Laufwege siehst du ja nicht. Und wo er direkt. Echt? Warum weißt du das nicht? Über die Heatmap kannst du das alles nachgucken. Ich weiß nur nicht, ob du die Heatmap auch für einen bestimmten Spieler anzeigen lassen kannst, aber ich glaube das super, ja. Ja. Also, 10 zehnte Runden mit 0-3 Rückstand. Das war eine gewonnene Pistole, ne? Ja, sag ich ja, 0-3 Rückstand. Ja, ja, entschuldige. Ja. Ich wollte es nochmal betonen. Ja, das wäre zu was besten Zeiten schon ein Ding gewesen. So. Und pass auf, Venom, mein bester Freund. Das war ganz unterste Schublade. Nee, mein bester Freund. Viele ja. Leute warten darauf, wo sehen wir den geilen Typ nächste Season. Ja, ich hätte auch ganz viel gefragt. Kann man die Bombe platzen lassen? Ja, komm. Ja, dein ERS-Team aufmachen, Venom TV. Ja. Nein, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Es gibt, ich hätte... Also, sechster Mann werde ich auf jeden Fall irgendwo sein. Und ob ich jetzt irgendwo okay. aktiv spiele, ist die andere Frage. Okay. Backbeam. Schauen, 11 CD-Runden für Faculty. Piss Rounds wäre auf jeden Fall Pflicht hier. Ja, ist auf jeden Fall an dieser Stelle. Hoffnung stirbt zuletzt. So, was hat man jetzt vor? So, da oben, Mitte Push. Ah, ne, Quatsch, boosten sich auf die. Boost, ja. Auf Store. Chris J. So, wie viele Versuche hat man? Oh nein, er ist zu hoch geflogen. Hat Torpi ihn gesehen? Geht auch direkt drauf dann. Ruft auf jeden Fall sehr gut, aber was vergessen wird, ist momentan Alang. Und da gehen sie rein. Die Lücke ist gefunden. Ja, Tapsen wird aimt zumindest spotten. Jetzt. Ja, sie wird sofort weggedrängt. Ja. Und sie machen jetzt noch nicht zu viel. Also vielleicht haben sie es auch nur als Druckaufbau. Und jetzt stellen sie sich unten in die Grube rein. Ja. Tapsen das ist eine schöne sagt Idee. Jetzt wahrscheinlich an, alle wieder rausgegangen. Ja, alle weg. So, und jetzt muss Torpe da ein bisschen was in der Mitte einfach machen, damit es jetzt angesagt werden kann von Faggy, oh, diese Mitte gehen B. Wenn Wisp jetzt schießt, dann ist die Runde safe. Wenn Wisp jetzt irgendwas macht am B, wäre es geil. Ja, Kirby hat jetzt die Mitte auch schon eingenommen. Lang wird immer noch nichts gespottet von Tapsen. Oh, das ist eine richtig gute Runde. Mindgame und jetzt. Und jetzt ist Wiss da. Jetzt müsste der Zugriff kommen. Kirby pusht hinterher. Die Runde gefällt mir sehr gut und Tapsen schreit jetzt, ey. Da schieben sie alle. Dann Wiss so, holt Kirby in den Cutters. Aber da ist gesmoked. So, Tapsen gefallen. Boah, Tapsen gefallen. Die Cracks sitzen. Bombe ist durch. Bombe ist durch auf Spot. SMN von hinten, Chris J in der CD-Base. SMN macht ihn und jetzt Agulia last gegen 2. Boah, gut gemoved. Aber Faculty mit der Runde. Also wieder, sehr schön. Genauso wie in der ersten Runde, in der ersten Halbzeit. Auch Wizard perfekt gestanden eigentlich. Hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Haben aber dann als die Frags einfach nicht gemacht. Und hier auch, schöne Idee.
Wenn der zweite Spieler, wer war das? Torpe, glaube ich, der in der Mitte war als Faker, ne? Wenn der halt mit Druck zum B macht und sie beide zusammen den B-Spot anspielen, dann geht die Runde auf. Dann schiebt Tapsen da weg, dann kommen sie durch auf Spot und dann haben sie nicht so viel Gegenwehr. Aber auch wieder sehr, sehr schöne Laufwege, cool gespielt, hat mir gefallen. So, lang wird angespielt, Track mit 5 Mann, Full Stack. Ah, da darf man jetzt einfach keinen Flick kassieren. Ne? Tapsen, in dem Moment kriegt er einen dicken Headshot auf 6 HP. Und Christopher Last in der da Grube. Von hinten kam Legia, auch noch 1 HP. Boah, Chris J fällt, Tapsen low, Legia low. Jetzt muss halt SMN da fighten ein bisschen. Tabi ist auch da. Und Legia zuckt schon wieder in den Fingern, er will da auf jeden Fall irgendwas moven. So, die Runde auch vorbei und überlebt mit 4 Mann. Die Übersatz kaufen auf jeden Fall nicht, haben aber sich alle ein paar Granaten gegönnt. Eine Decoy, 2 Flashes. 2 Decoys, 2 Flashes. Und mal schauen, was sie diesmal vorhaben. Liga, da machen so einen Mittelspit. So, Waffe leer und jetzt wieder überlaufen. Dann die Wizards immer noch da aufgestellt Richtung Cutters. Ja, mussten wir abbrechen. So, nochmal bangen. Sollte er nicht da tapsen, nur noch 60 Schuss in der Flinte. Oh, da stirbt er. Ja, Torpe durch das Runterfallen selbst gestorben. Ja, 3-0. Overall jetzt 8-10, ne? Ja, wichtige Runde jetzt. Ja. Mal gucken, ob es jetzt wieder losgeht bei den Spaniern. Security verwirft hat 2 Smokes. Du bist auf jeden Fall direkt wieder mit der Arme unterwegs. So, man war gerade in Linie aufgestellt bei Faculty. Wird jetzt abgebrochen. Bei Faculty immer sehr, sehr wichtig, dass man die Mitte unter Kontrolle hat. Da deckt man auch gerne dann mal zu zweit. Ja, und sonst spielen sie eigentlich nur auf Contact, also auf Kontrolle. Tabs hat lang, Kirby hat kurz. Chris J schiebt jetzt rüber Richtung lang, um dann zu supporten. Und die Wizards konnten auch jetzt schon mal kurz Aufbau ausschließen, das heißt, sie wissen, dass Linie gespielt wird oder halt Mitte Druck aufgebaut wird. Aber machen sogar wirklich den A-Split in Anführungszeichen. So, Kirby kriegt gleich Besuch, Chris J supportet ihn von lang. Können wir gut vorstellen, dass sie vielleicht sogar City Base droppen oder sowas auch nicht können. Oh, Kirby kommt mutig, weg. Mutig. Liga schiebt mutig, B mutig. Hinterher. Kann aber auch nichts ansagen. So, und jetzt geht's Mitte raus. Ja, Mitte B-Split. Gute Entscheidung. Aber die, ohne Smoke. Ja, dann muss das revidieren. Oh, Kirby mit 2, Pyrox Last. Und der kann die letzten 10 Sekunden schon wieder safen. Also, erste Equipped bleibt bei N-Faculty und das mit 5 Mann, die überleben. Also noch nicht vorbei, aber Tapsen geht jetzt rein. Sehr komfortabel. Das ist sehr, sehr gut. Gutes Moneypolster für sie. Ja, mit der nächsten Runde, jetzt erstmal wieder Sparrunde bei den Spaniern. Oder? Ne, kaufen nochmal. Aber auch das ist gut. Also, wenn jetzt Faculty die Runde kriegt, ist es der 10-10-Spielstand. Sparrunde bei den Spaniern und dann
könnte man da in Führung gehen. Wobei es sein kann, dass die Spanier auch kaufen. Durch Loser-Bonus. Oh, Kirby steht Anti-Flash dort im Treppen-Eck. Tapsen aimt für kurz. Und ja, ihr könnt es schmecken. Kirby, boah, da kommt die zweite. Und oh, gute Reads mal wieder, ey. Naja. Wo sollen sie sonst stehen? Nein, nein, Mann, das war jetzt kein Flame. Ja. So, Chris J. Ah, da werden die Picks geholt. Mega down, Chris J muss auch sofort weg. Können sie eigentlich selbst entscheiden, wo sie hingehen möchten. So, Chris J wird weggedrängt. Sind jetzt auf A drauf, wenn sie safe spielen. Ja, sie gehen sogar gleichzeitig auf B drauf. Warum sie jetzt da so aufsplitten, verstehe ich nicht ganz. Gar nicht, um halt die einzelnen Spieler zu hunten, aber es ist trotzdem riskant. Also wenn ja, sie SMN noch einmal ausrastet. Kann, ja. Na, gut. Kann auch so eine Runde sein, weil man eh schon stark über 2 hat, 5 gegen 2. Dass man dann halt einfach sagt, okay, man spielt halt was komplett Untypisches, um darauf eben aufzubauen für Folgerunden. Dass sie dann eben nicht wissen, okay, ne, wenn sich sowas quasi wiederholt, mit 3 HEs Richtung Kurz, dann geht's eben auf B drauf. So ist es eben weiter unberechenbar, dass sie nicht wissen, gehen sie dann A oder gehen sie B. Ja. Jedenfalls 9 zu 11. Ja, jetzt hat der Boost auch geklappt, ohne dass man ihn gespottet hat. Auch optimistisch, dass man nicht geflasht wird. Und Chris J gesehen. Und bam, noch 3 HP Bumps weg. Na. So, wieder kurz von Wizards eingenommen. Machen wir gleichzeitig den B-Aufbau. Das heißt, es wird auf jeden Fall auf einen Splits ja rauslaufen. Und das ist halt jetzt gut so gespielt. Christopher droppt in die Secret Base. Er wird von Legia geholt. Oh, Legia down. Jetzt kommt es wieder SMN auf SMN an. Ja. Wichtigster Mann. Und wie schnell die anderen halt hinterher pushen. Einen geholt. Und der andere ist low. Oh, die Bombe ist down. Trotzdem kommen sie jetzt von vor B drauf. Das ist nur noch Pyrox. Ja, und SMN hat die Runde entschieden. Er geht nochmal pushen. Ja, guter Move, wollte da eben schnell diese 1-on-2-Situation haben. Und dann aber Doppelfläche rein, er ist blind. Ja, aber trotzdem schön gespielt, dass er da halt nicht gegen das 1-on-3 spielen will, wenn er plantet, sondern eben schnell noch irgendwie den Frag macht. Und ja, wenn er Tapsen hat, Chris J war super low mit Arme, wäre sehr schwierig gewesen, dann diese Runde zu holen, weil sie auch nicht irgendwie beide zeitgleich rein sind. 5 zu 1, Runde wieder für Infacity und quasi broke bei den Wizards, aber dadurch, dass sie eben auch geplantet haben, davor die Runde wenige verloren haben, können sie weiterhin kaufen. Aber jetzt eben eine sehr, sehr wichtige wieder für Facility. Loser-Bonus ist weg von den Wizards. Wenn die Runde an Facility geht, muss auf jeden Fall eine Sparrunde folgen. Ja. Ja, bei mir, also für mich fehlt jetzt so gerade im Aufbauspiel von Facility mal so ein Offensiv-Move wie Wiz, der dann vielleicht mal Cutter unten reinspottet oder man Cutter oben Druck macht. Ja, oder einfach mal zu zweit Kurz-Move spielt, einen noch in der Mitte abgestellt hat, der quasi ein bisschen ablenkt und dann man eben zu zweit kurz rumzieht. Also ja, man lässt den Spaniern sehr, sehr viel Platz. Ja, sie spielen wenig auf Move, sondern vielmehr einfach nur aufs Aiming, ja, dass sie halt halten. Funktioniert zum Teil einfach sehr gut, zum Beispiel auch auf Maps wie Inferno. Teilweise, wenn du den Aufbau einfach noch hast, dass du hältst, dann ist auch ganz praktikabel. Nur die Spanier bauen immer wieder auf diesen Split-Go auf. Ja, daraus, und derzeitig... Daraus spielen sie dann. Oh, schöne Flash jetzt von Legia. Super gute Timing-Flash und da ist der ganze Go von denen direkt zunichte gemacht. Und jetzt Tapsen von Legia. Tapsen, sehr stark. Und da kommt wieder eine Flash von Legia. Also... Da hat er jetzt gerade wirklich eine goldene Flash geworfen, so kann man das echt sagen.
Und SFN gegen 2 kann ich nichts machen, oh mein Gott! Das ist richtig schwer und Liga hilft halt auch nicht. Also, weil Liga gerade nochmal auf dem Klo hat eine Zeitung gelesen oder so, ja, bevor er das. Hat eine Kippe geraucht. Ja, Tapsen kam ja von Mitte, er wusste auch, dass 3 irgendwie raus sind, aber irgendwie waren die dann doch tot oder. Keine Ahnung, was, ja, ist halt super schnell in die Cutters sind, ja. Und Liga ist halt erst noch in die Mitte runtergejoggt, pfeifend. Ja. Hat geguckt, was da so los ist. Jedenfalls jetzt Ausgleich das erste Mal im Spiel. 11-11. Ausgleich und Money Broke bei den Spaniern. So, Legia mit dem ersten, wird wahrscheinlich gegen Torpe. Ja, und jetzt kommt auch noch duellieren müssen. Offensiven Move. Nice. Ah. Das war das schön gespielt jetzt von Legia. So, und ich hoffe, dass wir. Ja, sau starke Runde von Legia. Schön angesagt, dass man weiß, dass sie eine Eco haben. Und dann eben auch mal das offensive Spiel. Und das wünsche ich mir, dass wir sowas eben auch mal in der, ja, in der regulären Spielzeit sehen. Ja, aber grundsätzlich würde ich das halt auch in Ecos ungern machen, die man offensiv schicken. Aber in dem Fall hat es funktioniert. So, und wo ist Wiss mit seiner Arbe? Die spielt er irgendwie gar nicht. Keine. Ja. Ja, kein Geld. Das ist der einzige Grund. Aber soll mich nicht stören. Von mir aus gerne. So, Chris J könnte da jetzt Cutters mal spotten. Kirby und Chris J waren erst sehr offensiv, haben die Mitte geaimt. Und Wiss. Ja, und jetzt gut gespielt von Legia, opfert sich zwar, hat aber dadurch die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt unten in der Mitte und Legia konnte dann eben den Frag setzen gegen Cutters. Schade, dass es eben dann da dieser 1 gegen 1 Austausch ist, aber immerhin, ne, das haben wir ja vermisst in der ersten Hälfte, dass da dann ein Frag kommt, aber kein Refrag da ist. So, und die Spanier können aus der Situation eigentlich wieder nur ihren B-Split herausspielen. Ja. Weil sie auch nicht wirklich viele Informationen haben. Also wüssten sie jetzt, wie zum Beispiel der A gedeckt ist, dass er relativ weit auseinander steht, dann könnten sie da zumindest eine Seite angreifen. Aber sie spielen es wieder mal, ja. Spielen immer den Split. Also immer wieder und immer wieder den Split. Mich persönlich jetzt nicht so prickelnd, aber Wiss bleibt auf kurz mit der Bombe. Oder hat es jetzt erst gerafft, dass er die Bombe hat? Ich weiß es nicht. Und SMN wieder mal. Kann er hier die Runde wieder regeln? Ist ja, super schnell da und wirst mit 4 AP. So, wieder kein Bombplant. Wenn sie ihn jetzt noch nach der Zeit holen, noch besser. Und er will einfach nur irgendwie. Ja, das schafft er nicht mehr. Bombplant geht nicht mehr. Kirby macht ihn. So, wir blicken wieder aufs Geld. Das sieht wieder gut aus für Faculty. Wieder Sparrunde bei den Spaniern. Ja, und der Spielstand 13-11 für die Deutschen. 13-11 für den Faculty. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Und Chris J mit Autosniper. Ja, aber Wahnsinn, also dass hier beide CT-Seiten so überragend laufen. Gespielt werden, ne? Vor allem ein ganz anderes Spielstil insgesamt. Bei Wizards war es halt wirklich eher so der Wiss, der einfach so die ganzen Offensiv-Moves gespielt hat und hier bei Infecty halt einfach die Überzahl-Situation hergestellt hat. Ja. Und der Rest, der dann einfach festgesetzt hat. Tapsen hat auch ein sehr, sehr sauberes Aiming, macht hier auch guten Job auf der CD-Seite, ist auch sehr flexibel, gute Verschieberpose, immer da, wenn man ihn braucht und ja, ist einer derjenigen, der mir wirklich sehr gut gefällt, der eben so ein sehr ruhiges Aiming hat, ne? Da siehst du nichts Hektisches, sondern der ist eben ganz ruhig auf den Kopf, dann immer rauf, guter E jetzt von Legia Mitte hoch. Und da hängt es kurz, ne? Foul-Leck. Ja, zum Glück da wird gepaust. Ja. Vielleicht ist ja auch das Spiel vorbei. Sie haben's vergessen. Nee, ist eine Pause. Ja, stimmt. Ja, kleine Päuschen. Ja, ist doch wieder zum guten Ton, ne? Aber die Runde. Gucken wir mal, ob wir eine Info haben, weshalb pausiert ist.
Ja. Dann ist die große Frage, wann kommt denn endlich mal Tuscan? Ja, also Agulia has left the game. Dort das Problem. Der scheint wohl Internet- oder PC-Probleme zu haben. Und weiter geht's. So, ich habe jetzt den ganzen internationalen Cast dann nicht gespoilert. Und jetzt geht's mal ein bisschen schneller kurz durch, so von Agulia. Und das wäre auch meine Lücke, die ich jetzt hier so ansagen würde, vom Match her, dass man es da eben mal ein bisschen mehr probiert. Also wenn sie da auch wieder diese CD-Base-Smoke bringen, vielleicht einen da hochschicken, der über die Smoke dann durchkommt, genauso Druck machen über kurz, kann das auf jeden Fall erfolgreich sein. Steht bei dir immer noch mein Chat-Schrift dort? Ja. Geil, oder? Die geht nie wieder weg. Hast einfach gebuggt, Junge. Den ganzen Cast. Oh, da kommt er, der CDBS-Drop. Ja. Oh, genau meine Ansage. Was macht er denn jetzt? Dreht sich da einfach mal kurz um und zieht seinem Mate auch nochmal einen Headshot ins Gesicht, so. Der gute Biss. Boah, ist der Mann schön. Glück, gegen dass Biss. Der andere dann den Step gemacht hat. Oh, das war gegen Biss natürlich schwer. Oh, da ist er! Jawohl! Boah, aber das war genau dieser Drop, den ich angesprochen habe, ne? Mit kurz einnehmen, CD-Base Smoke, einen runterdroppen und dann eben da einen hochschicken und der Rest eben kurz einnehmen. Chris J. gut mit der Autosniper. Mit AWP hätte er da maximal einen gemacht, aber keine zwei. Mit der Autosniper hatte der da die Möglichkeit, dass er da zwei machen kann. Ja, und dann ist er mal gut gespielt. Also Glück gehabt, dass der Langspieler da noch irgendwie einen dummen Step gemacht hat. Und weil Simon hat schon Richtung Schräge hochgeguckt und wollte da dann hochgasen. Na ja, gut, dass da der Step war. Der Tapsen mit einer. So, wir begrüßen auch wieder die Lexantia hier auf dem Stream, die heute auch wieder zuschaut. Gefällt mir, sehr schön. So, kurz. Wölfin, du bist jetzt immer wieder eingenommen. Die letzten Runden, das war jetzt das erste Mal, dass sie auch mal durchgefahren sind. Die letzten Male haben sie ja immer kurz eingenommen, sind dann trotzdem Richtung B-Split umgestellt. Ja, das machen sie auch diesmal wieder. Jetzt kommt wieder der B-Split. Voll komisch, also. Jedes Mal wird er kurz eingenommen und dann erst der B-Split gemacht. Jetzt ist auch Wiss wieder zu Hause mit seiner Arme. Jetzt könnten sie nämlich überlegen, ob sie doch nochmal den Umstieg auf kurz machen. Ich hab's mir dann lang weggeblockt und gebunden. Ah, ja. Holt. Jetzt kürben. Jetzt kommen sie kurz durch. Pusht die Mitte rein. Und jetzt muss Legia irgendwie, Chris J. das irgendwie halten. Ja, der ist im Moment nicht so aim-sicher, würde ich sagen, dass er das machen kann. Ja, deswegen die Autosniper genau richtig für ihn. Ja, die Runde. Das Game over. Bis mit der harten Narbe wieder zurück. Ja, das ist das Problem, wenn man dem Jungen Kohle gibt, Geld in die Hand legt. Ja, dann macht er damit auch was. Tabs einen Hit bekommen von der Arbe. Und die Spanier nehmen. So, Legia, Offensiv-Push. Oh, gibt ihm einen Headshot. Das hat aber jetzt nicht kippen, das ist ja so traurig. Ja, jetzt hätte halt Simon da in dem Moment pushen können. Na gut. Ja. Weiß halt auch nicht, wie viele da sind. Wizards nehmen lang wieder ein, schieben komplett wieder raus. Und Legia kommt die Mitte hoch. Nein. Und Simon. Schnell kurz zum Weg. Zumindest können sie jetzt schon mal sicher sein, dass in B nichts kommen wird, Katas zumindest. Überlege jetzt gegen Torpe, das Duell.
15 zu 12. Drei Matchbälle da noch für Faculty. Können hier jederzeit den Sack zumachen. Chris Jay macht den ersten. Aguilia noch low. Und jetzt nehmen sie lang und kurz ein. Torpe wird jetzt gesehen von Tapsen. Ah, Chris Jay. Kirby und Chris Jay mit dem letzten. Und damit ist es der Sieg. And Faculty mit einem starken Comeback. Und das macht Hoffnung. Das macht Hoffnung, dass man sich nach einem 15 nicht irgendwie geschlagen gibt. Und auch wenn man eben nur zwei Runden im Spielverlauf geholt hat. Aber schönes Comeback hier von den Faculty. Der Sieg, der erste Sieg hier in der Fnatic Freakout League. Und damit ein guter Einstand für das neue Lineup. Faculty werden wir heute Abend nochmal sehen. Circa 22 Uhr. Jetzt geht's erstmal weiter bei uns mit der 4 Players Pro Liga. Wir sehen uns gleich zurück. Stream muss ganz kurz aus. Also ganz kurze Pause wird zwischendrin sein. Ihr müsst auch einmal reconnecten. Das Ganze machen wir heute zweimal am Abend. In diesem Sinne, ganz kurze Werbung. Und dann sehen wir uns zurück hier auf dem Stream mit dem 4 Players Pro Liga Match zwischen Logix und Team Kaya.